einen frischen, sehr angenehmen Männerduft ausprobieren, der auch sehr exklusiv ist. Ja Leute, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich schaue mir heute mal an das Parfums de Mali Sedley. Ein etwas neueres Release aus dem Haus Parfums de Mali, den ich mir sogar einfach mal blind gekauft habe. Also ihr habt ja vielleicht in der Vergangenheit schon gesehen, ich habe Parfums de Mali Sample Set mir zuerst geholt und das ausprobiert. Hab dann daraufhin das Parfums de Mali Late mir geholt und jetzt auch noch einen frischen Duft für den Sommer für eine Weile und hab den auch für euch mal schon öfters getragen und getestet. Sage ich euch so ein paar Details zu den Zusatzstoffen, was die Parfümeure zum Beispiel beachtet haben, als sie diesen Duft kreiert haben. Kopfnote, mittlere Note und Herznote. Und auch ist ein ganz besonderer Zusatzstoff drinne von Femminiche, der einen gewissen Effekt bei diesem Duft erzeugt, was ich auch wiederum sehr interessant finde. Und in Teil 4, wie immer, mein Fazit. Warum gefällt mir der Duft gut und für wen könnte das eher nicht was sein und für wen könnte das eine ziemlich coole Option sein? Toll, dass ihr da seid. Los geht's. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier auf dem Tisch Parfums de Mali Sedley. Wirklich ein super frischer Morgenduft für Frühling und Sommer. Wie gesagt, sehr, sehr exklusive Marke. Wenn ihr noch nie von Parfums de Mali gehört habt, unbedingt mal ausprobieren. Denke ich mal, kommt auf jeden Fall locker an zum Beispiel andere Marken wie Creed ran und hat wirklich tolle Düfte im Angebot. Dieser hier ist wirklich sehr gut gelungen. Manche Leute haben so ein bisschen die Haltbarkeit projiziert, aber ich erkläre euch auch gleich nochmal, wie das mit Haltbarkeit bei Düften so teilweise funktionieren kann. Hier seht ihr auch nochmal die Nahaufnahme von der Flasche und hier unten seht ihr nochmal die Daten. Die Batchcodes bei Parfums de Mali kann man, glaube ich, bei Checkfresh, soweit ich weiß, jetzt nicht so ohne weiteres nachschauen. Aber ihr seht nochmal, so müsste quasi eine originale Flasche aussehen. Super, dann schauen wir uns das Parfums de Mali Sedley, einen wirklich coolen, einer meiner Lieblings-Sommerdüfte, Frühling- und Sommerdüfte, ein bisschen von der Nähe an. Ich habe hier schon mal den Teststreifen wie gewohnt für euch vorbereitet. Wie gesagt, Parfums de Mali hier wirklich immer mit einer massiven Flasche. Sehr, sehr schöner Design der Flasche und auch gewöhnt starken Sprühkopf. Und wie gesagt, dieser Duft ist sehr besonders, weil er ein spezielles Femminiche-Molekül verwendet, was relativ neu ist. Und ich rieche jetzt hier nochmal kurz dran. Und ja, man merkt sofort diesen Effekt. Ja? Also im Englischen sagt man zu diesem Effekt Dewy. Und das charakterisiert den Duft hier. Ich zeige euch jetzt mal in der Seitenkarte die Daten, die ich zusammengetragen habe. Wie gewohnt ist es ein Eau de Parfum. Das heißt, also ist kein Eau de Toilette, ist schon ein bisschen stärker. Aber trotzdem, dass es ein Eau de Parfum ist, es ist halt ein leichter Duft. Und er ist von 2019, er ist also relativ neu. Ich glaube, der war am Anfang, konnte man den gar nicht so überall bekommen. Also seit letztem Jahr kann man den, glaube ich, so generell leichter kaufen. Ich glaube, der war ursprünglich irgendwie exklusiv für Amerika. Ja? Die haben hier wohl, was ihr auch sehen wollt, so eine Dualität erzeugen wollen zwischen warm und kalt. Ich finde den Duft wirklich extrem unbeschwert, sehr, sehr leicht, frisch. Und das ist auch das Besondere, wenn ihr den bei sehr warmem Wetter tragt, dann finde ich, kann es auch sein, dass so ein bisschen Süße hervorkommt aus der Basis. Aber es ist jetzt halt nicht irgendwie so diese Art Süße, wie man es jetzt von irgendeinem süßen Gourmandi-mäßigen Duft kennen würde, sondern es ist einfach irgendwie sowas, ja, sehr Leichtes. Der Duft ist einfach so extrem leicht und angenehm. Und für mich spielt er immer so ein bisschen in der Kategorie von dem grauen Creed Aventus Cologne. Natürlich riechen die komplett anders, aber es ist halt beides so ein bisschen meiner Meinung nach so das ähnliche Genre. Also wenn ich den Parfümladen nach Genre sortieren würde, würde ich die beide in so luxuriöse Nischendüfte, Frühling und Sommer einordnen. Und muss aber sagen, sie sind wirklich total unterschiedlich, außer dass sie halt dieses Genre teilen. Und das sehen wir jetzt auch gleich nochmal in den Noten. Also ihr seht hier Bergamot, grüne Minze, wässriger Akkord. Und ich hatte da auch mal nachgeguckt und mir auch ein Interview angeschaut mit dem Parfümeur selber. Und sie haben gesagt, sie haben halt, als sie den Duft kreiert haben, mit Bergamot gearbeitet. Und sie haben einfach das Bergamot genommen und haben immer versucht, die Formulierung von dem Duft zu optimieren.
aber es war dann wohl so, dass sie immer Probleme hatten mit dem Bergamo, bis sie dann im Prinzip das Bergamo genommen haben und so eine obere Fraktion, also ihr könnt ja, sage ich mal, wenn ihr jetzt den Rohstoff habt, die leichteren Moleküle oben abtrennen und den Rest unten rauswerfen und dann habt ihr quasi so eine obere Fraktion von dem Bergamo und dadurch riecht der Duft wirklich nochmal extrem geiler. Ja, das ist irgendwie so, ihr habt irgendwie so lauter feine Stellschrauben, wenn ihr den Duft kreiert als Parfümeur. Und dadurch, dass sie halt die Fraktion, die obere Fraktion von dem Bergamo genommen haben, haben sie irgendwie dann nochmal quasi fein getuned. Und das merkt man einfach, dadurch wirkt der Duft wirklich so ja, gut abgestimmt, luxuriös. Und für Frühling und Sommer, also wirklich einfach genial, ja. Seht dann noch Geranie, Lavendel, Sandelholz und Vulcan Weihrauch. Und mein Fazit, wenn wir jetzt zum Fazit springen, ist, der Duft ist wirklich sehr, sehr cool. Wem könnte der Duft gefallen? Also A, Leute, die sowieso schon Fan von Parfums de Mali sind, aber einen Parfums de Mali Duft haben wollen, der total anders ist. Also der Duft ist nicht so wie zum Beispiel Laeton oder Calan, wie diese ganzen anderen süßeren, schwereren Düfte. Der geht in eine ganz andere Richtung und finde ich tolle Ergänzung fürs Parfums de Mali Haus. Toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Auf meiner Kanalseite blende ich euch hier ein. Findet ihr noch ganz viele weitere coole Düfte, sortiert nach Nischendüften und so weiter in den entsprechenden Playlisten. Sagt mir mal, was ist euer Lieblings-Frühlings- und Sommerduft? Oder falls ihr mehrere habt, könnt ihr mir mal in die Kommentare da lassen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ja, und falls du dich für sportliche Düfte interessierst, die so ein bisschen retro sind, dann habe ich auch hier für euch mal getestet, das Ralph Lauren Polo Sport war der erste Duft, den ich mir jemals gekauft hatte. Und ja, kannst du auch auf meiner Kanalseite finden, in der passenden Playlist. Ich habe natürlich ganz viele weitere Düfte, nicht nur den Polo Sport. Kannst du so ein bisschen vergleichen und allgemein mehr über Parfüm lernen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich sehe dich im nächsten Video und als Abonnent. Ciao!